Am 16. Spieltag in der zweiten Bundesliga Nordost trafen die Geiseltaler Wölfe im Spitzenspiel auf die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Zerbst. Die Saison neigt sich ja so ganz langsam dem Ende entgegen. Ihr steht an der Spitze und wenn das heute läuft, ganz einfach, dann könnt ihr da eigentlich schon den Sack zumachen. Ja, ich sage auch mal, könnte heute ein saisonentscheidender Spieltag werden. Mit einem Heimsieg und mit einer gleichzeitigen Niederlage von Wolfsburg werden wir schon durch sein. Dann hätten wir 5 Punkte vorbei nach 2 ausstehenden Spielen und werden zumindest berechtigt am Aufstiegsturnier teilzunehmen. Staffelsieg ist noch nicht ganz entschieden, weil Zerbst, Zweiter, ist ja heute da. Selbst wenn wir das Spiel heute gewinnen, hätten wir 4 Punkte vor. Aber bei noch 2 ausstehenden Spielen, 2 Niederlagen, können die noch punktgleich ziehen. Aber als zweite Mannschaft sind sie nicht aufstiegsberechtigt. Also spielen sie jetzt im Prinzip für das Saisonziel eine untergeordnete Rolle. Für uns der Hauptgegner ist und bleibt Wolfsburg. Ein Resümee schon mal, ein Zwischenresümee. Ihr könntet doch zufrieden sein mit der Saison, oder nicht so? Naja, ich sag mal zu Hause, okay, wir sind nicht an das Leistungsniveau der letzten Jahre herangekommen, bedingt auch durch Spielerwechsel. Also wir haben auch anderen Spielern Einsatzzeiten gegeben, was wir vorher nicht so gemacht haben. Und auswärts sind wir wirklich 3-mal kalt erwischt worden, wo die Mannschaft wirklich hervorragend gespielt haben und wir leider da sportlich nicht so viel entgegengesetzt haben. Die mannschaftliche Geschlossenheit der Geiseltaler gab den Ausschlag für den Heimsieg. Im ersten Paar gewann Andreas Fritsche sein Match mit 4:0 Sätzen gegen Sven Palmroth, der nach 60 Wurf ausgewechselt wurde. Für ihn kam Stefan Storz ins Spiel. Beide spielten zusammen 522 Punkte. In der zweiten Paarung drehten die Zerbste den Spieß um. Max Mittag verlor gegen Manuel Wassersleben mit 0:4, der mit 628 Punkten den Tagesbestwert erspielte. So stand es 1:1 nach Mannschaftspunkten und das Kegelplus der Wölfe betrug 50 Zähler. Das zweite Müchelner Starterpaar führte eine Vorentscheidung herbei. Andreas Kühn gewann mit 4:0 Sätzen gegen Dani Ackermann. Ebenfalls mit 4:0 Sätzen gewann Sven Tränkler sein Match gegen Stefan Heckert. Jetzt stand es 3:1 für die Wölfe und das Kegelplus wurde auf 179 Zähler ausgebaut. Im Schlusspaar griffen die Zerbster noch einmal richtig an, aber der Rückstand war zu groß. Die Geiseltaler Schussstarter hielten zwar dagegen, mussten sich aber beide geschlagen geben. Matthias Noack verlor 1,5:2,5 gegen Robert Herold und Florian Erdmann verlor nach 2:2 Sätzen gegen Robert Heidrich aufgrund des schlechteren Endresultates. Jetzt gilt es, die letzten beiden Spiele noch voll konzentriert anzugehen, um dann gut für das Aufstiegsturnier gerüstet zu sein. Mit dem 5:3 Heimsieg konnten die Wölfe das Ticket zum Aufstiegsturnier zur ersten Bundesliga vorzeitig lösen. Die Geiseltaler Wölfe haben zwar bei noch 2 ausstehenden Spielen 4 Punkte auf die Zerbster Reserve, diese ist aber nicht aufstiegsberechtigt. Der Tabellendritte Wolfsburg verlor aber in Leitzgau und hat damit schon 5 Punkte Rückstand auf die Wölfe. Na bitte, dann hatte sich ja alles das erfüllt, was Andreas Kühn uns vor Beginn der Begegnung gesagt und gewünscht hatte. Die Geiseltaler Wölfe fahren am 30. März zum Aufstiegsturnier.